Ich bin die dritte Generation meiner Familie hier in Deutschland. Wie nennt man uns noch gleich? Deutsche mit Migrationshintergrund. Migrationshintergrund. Warum? Warum muss ich diese kleine Info anhängen? Reicht es denn nicht, mich einfach mit meinem Namen vorzustellen, ohne dass ich mich erklären muss? Nein. Nein, das tut es nicht. Wo kommen Sie her? Ihr Deutsch ist aber perfekt. Als gebürtige Mainzerin kann ich Ihnen dieses Kompliment nur zurückgeben. Vielen Dank. Meine erste Wohnungsbesichtigung. Ein Jahr lang hatte ich Anfragen verschickt. Ich war aufgeregt und glücklich, dass es jemandem endlich mal egal war, dass ich hieß, wie ich hieß. Ich nahm aber trotzdem meinen Freund mit. Warum? Fragte er. Ich sagte, guck dich doch an. Blaue Augen, blondes Haar. Ich will, dass die sehen, dass ich nicht so bin wie die anderen. Wie die anderen? Fragte er. Ich sagte, ja, Robert, wie die anderen. Auf dem Weg war ich total aus dem Häuschen und wollte unbedingt die Vermieterin kennenlernen, der es egal war, dass ich hieß, wie ich hieß. Als wir ankamen, waren noch weitere Interessenten anwesend. Ich schüttelte der Vermieterin mit einem Lächeln die Hand, sie schaute auf ihren Zettel, las meinen Namen laut vor und fragte mich, und wo kommen Sie her? Ich wusste sofort, was mit dieser Frage gemeint war. Mit einem Lächeln sagte ich, aus Mainz. Sie verzog verwundert die Augenbrauen. Sie wusste nämlich auch, was damit gemeint war. Dann fragte sie weiter, und wo kommen Ihre Eltern her? Mir fiel ein Stein in den Magen. Warum dachte ich, dass es dieses Mal anders sein würde? Ich schaute die Vermieterin an, schaute in den Raum und fragte, dies ist eine Einzimmerwohnung. Meinen Sie, der Rest meiner Familie passt hier auch rein? Verdutzt schaute sie mich an und ich stellte ihr eine letzte Frage. Haben Sie die anderen Bewerber auch nach ihrer Familie gefragt? Den Hans dort drüben am Fenster zum Beispiel mit dem blonden Löckchen? Ich sah, wie ihre Körperhaltung sich veränderte. Und dann antwortete sie ganz dreist mit einem kurzen Nein. Und ich sagte, okay, guten Tag. Mein Name ist Yelis Cesar. Ich bin 32 Jahre alt und fühle mich in meinem eigenen Heimatland wie ein Ausländer. Ich mache mir jedes Mal Sorgen, wenn ich einkaufen gehe, wie mich meine Mitmenschen wahrnehmen. Schluss mit Urlaubsbräune, Haare müssen gefärbt werden und rede ja Hochdeutsch oder mit Mainzer Dialekt. Dann fällst du nicht auf. Ich gehe zum Bäcker und bedanke mich extra zweimal so oft als meine anderen deutschen Mitbürger, damit die nicht denken, ich sei so wie die anderen. Nur einmal wünsche ich mir, nicht gefragt zu werden, einfach als Mensch wahrgenommen und nicht kategorisiert in einer Schublade zu verschwinden. Denn wir verschwinden, wir verlieren uns, während wir versuchen, nicht so zu sein wie die anderen. Aber wer sind wir dann? Und was bleibt übrig?